einem Schrotthaufen kann man wirklich keinem trauen. Alter, stell dir mal vor, den hätte ich getroffen. Das Sonnenhabitat verfügt über alle Annehmlichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Solomons Galerie, unser hauseigenes Einkaufszentrum, hat alles, was die Herzen der Besucher und die der Dauerbevölkerung begehren. Nebenan finden sich unsere Ordnungskräfte im Marschallbüro, wo Sie rund um die Uhr für Ihre Sicherheit sorgen. Letztlich hier die nach dem Gründer der Seeks Corporation benannten Josiah Six, in denen die auf der Station lebenden Arbeiter und Familien untergebracht sind und in deren Führungslogen reisende Geschäftsleute unterkommen. Waits, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Dies ist mein Sicherheitscode. Ladungspack? No. Speichern? Nee, komm. Scheißegal, kein Bock drauf jetzt. Pumpgun ist wesentlich effektiver auf Mal zumindest. Oh, da ist die Karte, die hätte ich wieder vergessen. Alles einsammeln, was geht. Auf einen Hiwi ist immer
Zerstörer verlassen. Mein Hiwi. Jeder Hiwi-Synthet wird bei Seekson vor Aktivierung einer Vielzahl an Sicherheitskontrollen unterzogen. Denn wir wissen, dass ihr Maschinenbauer nicht Menschen. Seekson, morgen gemeinsam. Morden gemeinsam? Nee, mal witzig. Hört sich so an. Du hast keine Waffe in der Hand, Macker. Und du auch nicht. Aber hier liegt ein Revolver auf dem Boden. Leute, da! Dann eben nicht. Also. Sagen, da lag doch was. Rein. Da auch noch nicht. Hier? Nee. No entry. Auch nicht. Nehme ich mal alles mit. Karten nehme ich nochmal mit hier. Dann gehe ich da nochmal hoch. Ja, wir wissen ja schon, was da passiert. Gerne würde ich jetzt nochmal abspeichern, ne? Ohne Witz. Auf das schon, ne? Speicherpunkt, ne? Da. Leer. Boah, Speicher! Na, selbstverständlich. Ui. Das ist natürlich auch zu.
Was soll ich hier drin jetzt noch machen? Die Kreatur sitzt in einem neu gesandten Projekt. Projekt G348 Labor fest. Finden Sie den Rest des Teams und konfigurieren Sie als okay. Aber. Ja, gespeichert habe ich. Und jetzt muss ich. Aber nochmal, wo muss ich denn jetzt lang? Achso. Ach, ich bin hier Schrott nochmal. Hier geht's nicht weiter. Aus. Die Gefahreneinstufe auf Sebastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich muss tatsächlich dahin. Hä, was muss ich denn da machen? Irgendwas muss ich doch aktivieren hier. Ich muss garantiert in irgendeine scheiß Crew hier reingucken, oder? Sag mir, was ich machen muss. Okay, nicht. Ach. Tata. Tata, tata. Man sollte auch um den Tisch rumgucken. Tata. Sevastolink. Welch ein Wunder. Privat. Hilfe. Haste, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anesidora geblieben? Die habe ich im Labor drüben im Systech-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Oh, genau der gleiche Spruch wie die anderen immer. Fehler, Audio. Untertauchen. Nix. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Aber da hat er gesagt, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Danke. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Jawohl. Aber das war's scheinbar immer noch nicht. Da war ich irgendwie. Hä? Ich verdrück mich meistens. Hotel The Bunker House. Also muss ich da hinten an der Wand? Gehen Sie zum Marshall-Büro. Ja, ist mir durchaus bekannt. Nein, doch nicht das hier. Ich will die Pumpe. Die Pumpe will ich trotzdem haben. Hmm.
ist bestimmt ganz easy, richtig? Ich brauche hier nur irgendwo durchgehen, wetten. Unten. Hundertprozentig unten irgendwo. Das Solomons-Habitat verfügt über alle Annehmlichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Solomons Galerie, unser hauseigenes Einkaufszentrum, hat alles, was die Herzen der Besucher und die der Dauerbevölkerung begehren. Ihnen anfinden sich unsere Ordnungskräfte im Marschall. Finden Sie eine Alternativroute im Ernst, Alter. Hier gibt's doch keine. Oder gibt's jetzt eine? Im Ernst? Alter, im Ernst? Ich muss erstmal da hinten hinlaufen, damit diese beschissene Tür aufgeht. Im Ernst? So, gehen wir weiter. Ich speichere nochmal. Bevor ich da wieder hinrennen muss. Speichern ist mein Leben in diesem Spiel hier. So, was geht ab hier? Irgendwas im Regal? Nee, doch. Ich weiß zwar nicht, was das war, aber wir gucken mal. Tick, nichts Besonderes. Eine Pumpe zur Hand ist immer ganz gut. Nächster Herr, dieselbe Dame. Peng.
brauche mehr Pumpgun-Munition. Woher zum Teufel kriege ich noch mehr Pumpgun-Munition? Die ist echt gut, die hämmert gut rein. Komme ich nicht hoch. Sind alles zu. Alles zu. Hier rüber. Hier so. Teil ist auf jeden Fall Safety. Safety. Aus dem EMP-Ding kann das ja nicht schaden. Das müsste die Androiden. Ja, das ist jetzt. Es erwartet sie eine Hülle an Kampf ihrer Möglichkeiten. Finden sie noch heute Tante Six-Familie. Pumpenmunition brauche ich. Sensor, was ist ein Sensor? Noch eine Tür. Das sind mit Sicherheit diese Türen, wo ich vor den verschlossenen Gittern stand. Fehler lesen machen hier. Das geht hier durch. Okay, aber ich will ja erstmal die beiden Türen da ausräubern. Ausräubern. Eine schöne guten Tag. Ist hier noch jemand, der sterben will? Erkläre mir den Gang. Auf unsere Chinesis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Satelliten verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert ihr Leben leben können. Chinesis, genial einfach. Tot. Nein. Hä? Einfach ein Raum mit... Doch, da ist eine Tür. Hm. Lass mich mal umgucken. Nix. Außer diese eine Kiste hier. Flammenwerfer-Muni. Das sieht schon mal ganz geil aus. Pumpgun-Munition. Okay. Ich dachte gerade, da liegt was oben im Regal, aber das ist nicht der Fall. So. Sesam, öffnen.
Ach, das ist die zweite Tür. Okay. Okay. Ach. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich werd bekloppt. Ernsthaft jetzt? Die Gefahrenheit der Menschen vor Obsidastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich und meine Wegfindung, alter Schwede, ey. Das ist so traurig. Mich gleich so ein Sebastolink-Ding an. Hier schlurft so ein scheiß Androide rum, 100.000-prozentig. Einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Der kleine Penner. Der kleine, miese Penner. Also ich glaube, den hatten wir schon hier, ne? Marlon, ja, ja, genau. Ja, ja. Den hatten wir schon. So, Kumpel, zeig dich. Das ist eine triste Zelle hier, ne? Taschenlampenbatterien. Da sitzt noch jemand. Ich werd bekloppt. Wenn jetzt eine Falle ist aus dem Weg, ja, Kreatur, Sprengkörper, Habitatum ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an den Loks. Raumfahrtermittel, wir haben den nicht mal angekratzt. Das hatten wir alle schon, ne? Haftnotizen, Audio-Loks, ja, das hatten wir schon. Gut, den hatten wir nämlich auch schon. Thank you.
Ja, irgendwas noch nicht eingesammelt hier. Rip. Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlowe getroffen? Nein. Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Ernsthaft, ich muss jetzt schon wieder zu Seasons and TEDx? Dein Ernst? Ach, Leute. Ihr macht mich fertig. Taschenlampe. Da nicht und da nicht. Also da. Weißt du, was merkwürdig ist? Was war das? Dass du schon wieder hier bist. Das ist merkwürdig. Und dass ich schon wieder keine Pumpgun-Munition habe. Das ist auch merkwürdig. Revolver-Munition. Ich glaube, mein Schwein flötet. Es steht hier schon wieder irgendein Crap rum. Oder habe ich das nur vergessen? Wahrscheinlich habe ich es vergessen. So, da wieder längs. Nanu? Nur einer oder sind das zwei? Ich kann es nicht sagen. Oh, eine Kiste, wo nichts drin ist. Hallöchen.